Ja, der Text ist sozusagen eine Gemeinschaftsarbeit von mir und Friedemann Vogel. Ich hatte zunächst einen langen Text. Einen langen Text, den der Friedemann für zu rechtsphilosophisch gehalten hat. Und dann haben wir seine Fragen genommen. Der Übertitel ist, der Obertitel, die Verfassung als normativer Maßstab, ist von Friedemann, vor allem das Fragezeichen. Und ich werde die Fragen nicht alle in der Kürze der Zeit beantworten können. Wir gehen direkt zur Frage 2. Inwiefern kann die Verfassung ein Maßstab für den wissenschaftlichen Diskurs sein, vor allem die Wissenschaftsfreiheit? Wir wissen ja von Herrn Felder, wer definiert herrscht. Juristen definieren gern, was grob ungehörig ist, was die öffentliche Ordnung ist und Ähnliches. Bei den Verfassungsbegriffen sind die vorsichtig. Also es wäre jetzt schön, wenn ich Ihnen sagen könnte, was Wissenschaft ist und dann Ihre Arbeit orientieren könnte. Allerdings sind die Leitbegriffe der Verfassung Verweisungsbegriffe, die sollen sozusagen Selbstorganisationsprozess begleiten. Man versucht also nicht zu definieren, was Religion oder Kunst ist, sondern auf die sozialen Umstände zu verweisen, die das selber definieren. Die klassische Definition der Wissenschaft ist von dem Rudolf Smend in 20er Jahren, der planmäßige, systematische, methodische Versuch zur Erforschung der Wahrheit. Das hat man dann wegen den verschiedenen Problemen der Wahrheitstheorie etwas abgeschwächt. Dann hieß das der methodische Versuch zur Gewinnung neuer Erkenntnisse, deren Deutung und Weitergabe. Weitergabe heißt also, es hat nicht nur einen Werkbereich, auch einen Wirkbereich, es darf in die Gesellschaft wirken. Dann war der Untergang des kritischen Rationalismus mit dem Feierabend und die Methodik war nicht mehr so ganz klar. Deswegen heißt das jetzt heute die Garantie wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit zur Gewinnung neuer Erkenntnisse, deren Deutung und Weitergabe. Das ist der Begriff der Wissenschaft. Im Prinzip wird das Ihnen überantwortet, sodass ich Ihnen leider nicht mitteilen kann, was Sie wirklich tun müssen. Das wäre zunächst mal die erste Frage. Dann haben wir die Frage 3, was ist der Geist der Verfassung, was ist ihr Sinn und Zweck und gerade auch nicht, wogegen wendet sie sich und woran ist das erkennbar? Das müssen wir einigermaßen kurz machen. Der Geist der Verfassung ist eher ein Gespenst, aber das wollen wir jetzt mal ausklammern. In gewisser Weise ist die Verfassung in der Rechtsevolution ein neuer Schritt. Es ist ein reflexives Recht, das heißt, von der Verfassung her kann man die Frage stellen, ob Recht Recht oder Unrecht ist. Es gibt also Normenkontrollen und dann können wir sowohl einfache Gesetze wie auch Verfassungsrecht selbst an der Verfassung messen und eventuell verwerfen und deswegen ist die Verfassung sozusagen eine reflexive Schicht im Recht. Und wenn man den Verfassungsdiskurs jetzt betrachtet, dann würde man Folgendes sagen, wenn man Satzsysteme beschreibt, dann haben wir unter dem Aspekt der Gewaltenteilung eigentlich drei Komponenten. Zunächst mal die einbeziehende Gewalt, die Frage stellt, welche Sätze in ein System aufgenommen werden sollen. Dann die ausschließende Gewalt, die Frage nach deren Verträglichkeit stellt. Und schließlich die reflektierende Gewalt, die Frage stellt, ob sich aus dieser Dialektik von Einschluss und Ausschluss ein Entwicklungsprozess ergibt. Und im juristischen Satzsystem dienen die Grundrechte als einschließende Gewalt, denn sie erlauben die Produktion neuer Sätze, neuer Verhaltensweisen. Dagegen die Figur der Einheit der Verfassung oder die Schranken der Grundrechte, einfach gesetzlich auch das Strafrecht wie Äußerungsdelikte, wären sozusagen die ausschließende Gewalt, an der die Verträglichkeit dieser Innovationen überprüft wird. Während also die Grundrechte die Varianz ermöglichen, dient dieser Ganzheitsgesichtspunkt der Einheit der Verfassung sozusagen der Selektion. Und ob sich daraus eine Entwicklung gibt, das ist die Frage der reflektierenden Gewalt. Es hängt davon ab, ob das Verhältnis von Einschluss und Ausschluss stabil ist oder variiert.
wenn man die Einheit der Rechtsordnung, also das ist eine Argumentationsfigur der Juristen, Einheit der Rechtsordnung, Einheit der Verfassung, wenn man die sehr stark fasst, ist das Verhältnis von ausschließender und einschließender Gewalt schon vorentschieden und eine reflektierende Gewalt wäre überflüssig. Das Funktionieren diskursiver Gewaltenteilung setzt also voraus, dass die Form des Ganzen nicht schon semantisch entschieden ist. Deswegen führt die Grundrechtskollision zum Problem der holistischen Dimension juristischer Semantik. Hier soll nicht bestritten werden, dass eine Semantik Bezug zum Ganzen braucht, also holistisch zu fassen ist. Bedeutung ist keine intrinsische Eigenschaft irgendwelcher Sprachelemente, sondern eine relationale Eigenschaft. Ein Satz zu verstehen heißt, eine Sprache zu verstehen. Aber es stellt sich die Frage, ob dabei das Ganze der Sprache als Grammatik verfügbar sein muss oder ob sie nicht eher den Horizont für praktische Verständigungsprozesse bildet. Das erste wäre ein starker, das zweite wäre ein schwacher Begriff von Holismus. Mit der Unterscheidung kann man jetzt die Grundposition der Verfassungstheorie betrachten. Die Art, wie man das Verhältnis von einschließender und ausschließender Gewalt ordnet, kennzeichnet in der deutschen Staatsrechtslehre vertretene Position. Also das heißt, auch so eine Vorentscheidung, man kann von Staatsrechtslehre sprechen, dann geht man davon aus, dass der Staat über der Verfassung steht, oder von Verfassungsrecht, dann geht man davon aus, dass der Staat unter der Verfassung steht. Also wenn Sie mal in so ein Vorlesungsverzeichnis gucken, haben Sie schon eine gewisse Orientierung, wie die sich das vorstellen. Ja, also das kennzeichnen die vertretenen Positionen. Karl Schmidt glaubt nicht, dass das Recht gegenüber der einschließenden Gewalt der Grundrechte seine Einheit selbst garantieren kann. Diese Aufgabe wird der Politik überantwortet mit der Unterscheidung von Freund und Feind. Rudolf Sment dagegen will den Ausschließungsmechanismus in die Grundrechte selbst verlegen, als immanenten Wertbezug. Also die Grundrechte müssen sozusagen gemeinwohlverträglich so ausgeübt werden, dass sie das Ganze einer Form erlauben. Das ist der immanente Wertbezug. Damit erlegt er ihnen die Bürde der Integration in den Staat als prozedurale Einheit auf. Die reflektierende Gewalt fehlt bei beiden Denkern, weil sie die staatliche Einheit als Endzweck betrachten. Erst in der Konzeption von Kelsen ist jedenfalls der Ort der reflektierenden Gewalt zu erkennen. Die Einheit der Rechtsordnung ergibt sich dabei als logischer Abschluss in Form einer Grundnorm. Und diese Grundnorm ist ein als ob im Sinne von Hans Feine. Und das heißt, mit diesem Ansatz gewinnt man einen Aussichtspunkt. Er markiert die für jede Rechtsordnung grundlegende Notwendigkeit, die Auflösung von Widersprüchen und damit das Verhältnis von einschließender und ausschließender Gewalt als Entwicklung zu beobachten. Es lässt sich von hier aus die Frage stellen, wohin die praktischen Entscheidungen über den Einschluss und den Ausschluss von Sätzen führen. Schließen sie den Horizont oder öffnen sie ihn? Also dieses Grundgesetz war ja eine Option auch gegen die WAV. Die Grundrechte stehen am Anfang, nicht am Schluss. In der WAV standen die hinten, waren außerdem mit Grundpflichten verbunden. Und diese Trennung haben die Väter des Grundgesetzes aufgehoben. Die Grundrechte stehen am Anfang. Das ist natürlich eine Betonung der integrativen Kraft, also dieser integrierenden Seite. Und dabei gibt es keine Grundpflichten. Das hatten wir, wie gesagt, noch im Dritten Reich. Da hatten wir Rechte nur insoweit, als ein Bürger Pflichten gegenüber dem Volksganzen zu erfüllen hatte. Und auch nur in der DDR hatte jeder Bürger das Recht auf freie Meinungsbildung, aber die korrespondierende Pflicht, sich eine richtige Meinung zu bilden. Und sozusagen die Rechtsevolution stellt dann die Frage, das ist dann diese Entwicklung, statt Grundpflichten, Schranken, die begründungsbedürftig sind. Und ja, also das nur zu dem kurzen verfassungsrechtlichen Hintergrund. Eine Zusammenlegung von einschließender und ausschließender Gewalt ist problematisch. Das hat die sogenannte Wertungsjurisprudenz gemacht. Die gibt den Grundrechten einen Doppelcharakter. Sie sind einerseits subjektive Abwehrrechte und andererseits aber auch objektive Wertentscheidungen.
die der Gemeinschaft zustehen. Haben also einen Doppelcharakter. Zum Beispiel können Sie auf den Kernbereich von Grundrechten nicht verzichten. Recht auf Leben, Sie haben kein Recht auf Selbstmord, weil das eine Wertentscheidung. Das Leben an Sie vom Staat, darüber können Sie gar nicht verfügen. Also das ist sozusagen der Grundgedanke, dass Grundrechte auch Werte sind. Und diese Wertentscheidungen sollen den Grundrechten auch Richtungen geben. Die Zusammenlegung von ausschließender und einschließender Gewalt steht bei der Wertungsjurisprudenz unter dem Leitbegriff der Integration. Der Ausgangspunkt der Wertungsjurisprudenz war das Verstehen von Verfassungstexten aus ihren Zusammenhängen heraus. Der Begriff der Integration erlaubt nun den Übergang vom hermeneutischen Problem in die hegelianische Struktur der Totalität. Vor allem bei Karl Arendt, der Neuhegelianer war, also eine bestimmte Lesart von Hegel, die man heute nicht mehr vertreten würde. Der Begriff fungiert als Steuergröße und als Maßstab für das Ganze und soll gleichzeitig eine bestimmbare Bedeutung haben. Damit wird der Begriff überlastet und leer. Er gleitet in die sanfte Ironie des transzendentalen Signifikats, welches nachträglich bestimmt, was es von Anfang an gesteuert haben wird. Jetzt kommen wir zur Rolle der reflektierenden Gewalt. Man kann die Grundrechte nicht als Werte verstehen und ihnen die Aufgabe der Integration aufbürden. Sie bilden die einbeziehende Gewalt. Die ausschließende Gewalt liegt in der Systematik ihrer Schranken. Also diese Figur der Einheit der Verfassung ist durch eine lange Diskussion und in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts sozusagen dekonstruiert worden. Das will ich Ihnen schenken, das wäre sehr viel Dogmatik. Sodass man heute statt der Figur der Einheit der Verfassung konkrete Schranken hat, die dann im Einzelfall auch durch Abwägungen zu bestimmen sind. Wenn man den Begriff der Einheit mit Werten inhaltlich füllt, gelangt man in eine totalitäre Ordnung. Nur im Rahmen eines schwachen Holismus kann man das Verhältnis von einschließender und ausschließender Gewalt auch auf Varianz hin beobachten. Nur in diesem schwachen Holismus ist Platz für eine reflektierende Gewalt. Dieser Gedanke der diskursiven Gewaltenteilung sollte auch Maßstab einer Diskursintervention sein. Jetzt überspringe ich wieder einige Fragen, die der Friedemann stellt, damit wir Raum zur Diskussion haben, und mache nur noch ganz kurze Bemerkung. Allgemein würde ich bei der Berufung auf das Recht gewisse Vorsichtsmaßnahmen empfehlen. Das Recht ist primär eine Funktion von Macht. Es gilt immer noch der alte Grundsatz, Might makes right. Eine schlichte Berufung auf Menschenrechte, wir hatten ja heute schon das Wort Menschenrechtsfundamentalismus, ist gelinde gesagt naiv. Die Menschenrechte werden seit Marx' Schriften zur Judenfrage von Bloch, Christoph Menck und anderen einer grundlegenden Kritik unterzogen. Sie sichern zunächst einmal dem Bourgeois das sichere Genießen seines Eigentums. Nur die Gestaltungsrechte des politischen Citoyen, also des Staatsbürgers, können als Gegenrechte die Figur der subjektiven Rechte aus ihrer Umklammerung durch die bürgerliche Ideologie lösen. Ein Anknüpfen muss also immer kritisch erfolgen. Um aus den Grundrechten Gegenrechte zu machen, also denken Sie daran, die Menschenrechte sind sozusagen ontologisch falsch, wir erfinden ein Menschenbild und setzen das dann für ewig. Und deswegen gibt es manchmal auch bei den Juristen die Vorstellung, das Grundgesetz habe ein Menschenbild, blond und so weiter. Und das ist dann natürlich eine Reduktionsgrundlage für weitere Einschränkungen. Und das wird immer noch vertreten, ist aber natürlich eine Sache, die ähnlich kritisiert wird, wie diese Figur der Einheit der Verfassung. Deswegen sollte man mit diesen Dingen sehr vorsichtig umgehen. Um aus Grundrechten Gegenrechte zu machen, bedarf es also eine große Anstrengung. Man muss vor allem vermeiden, sich der juristischen Ideologie von Einheit, juristischem Menschenbild und so weiter anzuschließen. Die Kraft, um das Recht aus der Verknüpfung mit der Macht zu befreien, liegt nur zum kleinen Teil in seinem Inneren. Sie muss von außen kommen. Das Vorbild bleibt hier die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Man mobilisiert die Rechtsordnung gegen ihre eigene Ideologie. Die Kraft dazu muss aus der Gesellschaft kommen. Dankeschön.